So, da sind wir wieder. Ich bin mit diesem komischen Manuel immer noch in einem Keller gefangen und wir müssen Pferderennen veranstalten. Ja, Pferderennen sind toll. In einem Keller. In einem Keller machen Pferderennen vor allen Dingen viel Sinn. So, und Spaß. Das ist. Ich habe übrigens während der Pause kurz ein Pferd nochmal dreimal getötet. Ich hasse Pferde. Manche Pferde sind scheiße. Oh, wow. Wenn man es echt nicht in diesen orangenen Bereich. Hätte er nicht ein Pferd nehmen können, was ein bisschen höher springen kann? Und das Pferd hat sich schon wieder umgedreht. Die Pferde sind immer gleich, also vom Springen Nein, her. sind sie nicht. Ja, zweimal hintereinander hat dieses Kackpferd umgedreht. Die Pferde sind nicht immer gleich vom Springen her. Die Pferde. Dreimal hintereinander. Das würde bestinken. Ah. Die Pferde sind tatsächlich je nach Spawn, also zumindest war das früher so, je nach Spawn unterschiedlich. Ja, vom Leben her und vom Nee, auch vom Aufschauen. Springen. Vom Springen her auch, ja. Ach, echt? Ja, meines Wissens nach. Also, zumindest waren sie es. Ich weiß, dass sie es waren. Wenn sie es inzwischen geändert haben, kann ich nichts dafür. Okay, dann weiß ich nicht. Ich dachte, die waren immer gleich. Nein, die waren eben nicht immer gleich. Alter, was sind das denn jetzt für Stangen hier in dem Weg? Ach, du bist jetzt erst dort. Was soll denn der Scheiß? Ich hab's fast geschafft. Voll der gute Run. Da kommt da schon Stangen in den Weg. Oh, eigentlich ist es voll leicht mit dem Pferd. Man muss einfach nur immer auf die maximale Höhe, während man noch fliegt. Richtig. Verstehst du? Ach, wenn man einen Sprung nicht schafft, dann ist es schon verloren. Ja. Wenn du einen Sprung nicht schaffst, kannst du einfach schon aufgeben. Ja, kann man schon runterspringen. Suizid aus. Ja. Ich hoffe, ich denke nachher dran, das Ganze zu schneiden. Nee, du doch nicht. Nee, das ist genau mein Problem. Deswegen hast du auch gesagt, zwei Folgen da zum Download für mich. Wir hatten eigentlich drei. Ich weiß, dass wir drei hatten. Ich habe auch eine nicht geschnitten, Held. Ich Ach. habe noch gar keine Sounddatei hinterlegt und dir downloaden. Du brauchst noch nicht meine Sounddateien. What the fuck? Das ist nur lediglich der Ingame-Sound, den du eh rausschneiden kannst. Ich werde den sowieso rausschneiden. Ja, eben. Deswegen habe ich dir auch nur. Ich habe dir einfach die komplette Aufnahme, wie ich sie roh habt. Ich habe dir die rohe Aufnahme gesendet. Ach so. Ja. Ah, das ergibt Sinn. Darum kriegst du auch nur zwei von drei, weil eine zwei sind. Weil 1 ist immer 2. Merkt euch das, Kinder. Wir können Mathe. I can do math. Math ist cool. Du weißt nicht, was ich meine. Mathe ist kalt. Math ist cool, Mathe ist kalt. Ja. Ja. E. Oh Gott. Schreib mal Math mit E. Hab ich's? Ja! Hast du es geschafft? Das klingt nach ja, aber ich möchte die nächste Map nicht spielen. Ja. Gut. Good you. Ah, das Pferd hat sich genau in dem Moment, wo ich drauf sitze, umgedreht. Mein fix Pferd. Ich hasse Pferde. Pferde sind toll. Ja, das sind Kacke. Stirb. Hast du den Timer im Blick? Nein. Ich habe ihn nicht gestartet. Du bist ein Wichser. Aber ein richtiger. Die nächste Map ist kacke. Verstehe diese Map nicht. Verstehe keine von diesen Maps. Aber die hier vor allen Dingen nicht. Genauso wie ich die davor nicht verstehe und die da. Dann verstehe ich eigentlich keine Map mehr. Ach ja, Warum du werden die bist echt. super. Wie viel gibt's eigentlich? Keine Ahnung, die hören nicht mehr auf. Der baut immer neue dazu, während dass die offline sind. Ach komm schon. Wir schaffen 10 und er baut 20 neue. Das wird niemals enden. Die Map will mich verarschen. Die nächste. Ey, ich hab das getroffen. Hast du nicht. Offensichtlich nicht. Pferd, nicht lecken. Ich hasse es so sehr. Das Pferd leckt auch so doof rum, ne? Wenn du zu diesem Parcours da rennen musst. Denkst du einfach nur, fick dich, Pferd. Fick dich. Mann, hätte er nicht wenigstens solide Blöcke nehmen können, musste er diese scheiß Zäune, an denen man eh immer hängt in Minecraft, seit Anbeginn der Zeit hängt man in Minecraft an Zäunen. Was baut er ein für seine scheiß Map? Zäune. Light 2014, meine Damen Danke. und Herren. Ich möchte, dass das in irgendeinem Fernsehfeedback, das keiner sich anschaut. Das Nein! war 2014, Moment, so Nein! 2013 oder sowas kommt. Seit 2014 sagte Minecraft-Zäune sind scheiße. Weißt was? Ich weiß, Man dass der. bekommt bei der Map Enderperlen in die erste Hand. Ne? Schön und Ja. gut.
Nach 10 Versuchen kommt man in die erste Hand eine Map. Was macht man? Rechtsklick. Geil, okay, du hast geskippt. Ja. Ah, gut. Ich bin immer noch bei der Pferdemap. Wenn ich jetzt auf die 60 Fails komme, dann skippe ich die. Das ist der 53. jetzt gerade. Weil ich auch meinen Zuschauern was anderes noch zeigen möchte als Pferde. Weil Pferde sind eh kacke. Ich wollte die Map machen mit den Enderperlen. Nein, mein Pferd ist runtergefallen. Warum muss denn der Endparcours auch so wahnsinnig eng sein? What the fuck? Was hat sich der Map-Entwickler denn bei diesem Spiel gedacht? Kann man irgendwie zurückskippen? Ich glaube nicht. Schade. Hey, wir bauen Pferde ein, die sich permanent random drehen. Yay. Oh, fick dich doch, du blödes Pferd. Spring halt. Das ist einfach gefrustet. Nur Glück. Das nächste Level. Nein, das übernächste. Übernächste, ja. Für mich ist es das übernächste. Für dich ist das nächste. Für dich ist das aktuelle. Ja. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab noch 3 Versuche. Und das ist einer davon. Das Pferd hat sich einfach komplett umgedreht. Einmal um 180 Grad. Perfekt. Noch 2 Versuche. Das Pferd hat sich schon wieder um 180 Grad gedreht. Danke. Ich versink gerade voll hinter meinem Mikrofon. Ist mir scheißegal. Fuck auf meine Community oder so. Ja, geschafft. Ah, ich scheiß auf meine YouTube-Zuschauer. Hä? Ah. Ja. Was? Pferd hat sich schon wieder... Hä? Was? Was denn? Ich bin ein bisschen übersteuert, wenn ich lach. So, jetzt besser. Geil. Was? Hä? Was mache ich da? Ich will mal wissen, wie weit die fliegen. Okay. Kann man doch treffen, oder? Nee, nein! Ich bin durch, irgendwie. Wie durch? Ach, komm schon. Durch? Was bist du durch? Ich habe jetzt Select Level gehabt, weißt? Bin jetzt bei 1. Nein, ich habe es fast geschafft, das ist Enderperlen Level. Ich fail gerade bei 1. Held. Ja, ich bin irgendwie durch. Nein, 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 nein. Okay, ich will noch die letzten beiden Level machen. Oder letzten 3, wie viel sind's? Ja, ich weiß nicht, kann ich jetzt irgendwie... Ja, wie viel hast du nach dem Enderperlen-Level noch gemacht? Nach dem Enderperlen-Level waren 2 Level noch. Open to learn, cheats an. Okay, ungefähr so. So. Ja, fast immer die gleiche Höhe. Nee, okay, überhaupt nicht. Alter, Spiel, please. Ich werde jetzt nochmal zu dem einen Enderperlen-Level gehen, das ich übersprungen habe. Sterbe ich jetzt? Nein, tue ich nicht. So, komm. Komm, triff doch endlich! Ich hab's getroffen, aber es war viel zu spät. Ach, schön. Jetzt gehe ich mal schauen, das Enderperlen-Level, damit wir auch die gleiche Anzahl an Leveln gemacht haben. Also ich habe auch ein paar geskippt, glaube ich. Ja, nur ich habe das unabsichtlich geskippt. Ja gut, das war. Wow. Nein, 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 ich war drauf und dann bin ich nicht mehr drauf gewesen. Nein. Enderperlen-Spam ist nicht so eine geile Idee. Ja, richtig. Ist mir auch schön aufgefallen. Sag mal, wie lang ist denn die Map? Ich fliege jetzt schon seit 10 Stunden hier. Komm. Treff doch. No. Jetzt habe ich es auch geskippt, aus Versehen. Geil. Aber was ist das denn? Hier ist Lava und es fällt runter. Wie soll man das denn schaffen? Was ja, irgendwie funktionieren die Slime-Blöcke im Creative-Mode. Geil. Na, das ist wahrscheinlich im Creative Mode getestet und hat nicht festgestellt, dass die den Ding nicht spielen. Vielleicht, ja. Hä? Wie macht man dieses Lava-Level, ohne dabei einfach nur Randomness zu machen? Nicht. Okay. Das ist aber nicht so ein gutes Spielkonzept, finde ich. Ich mag keine Random-Spiele. Aber du magst Random-Kommentare. Blub. Sag das du. Schreibt alle Blub unter seine Kommentare. Oder hi. Bitte nicht.
Okay, das funktioniert doch nicht. Die sind auch im Creative Mode kaputt. Bitte nicht. Ich habe keinen Bock mehr. Ich möchte respawnen. Ich wollte nicht zum Titelscreen, danke. Bitte nicht, bitte. Bitte nicht. Sag mal, jetzt hat der da ernsthaft unsichtbare Blöcke hingemacht. Ja. Bitte nicht, Lava. Bitte. Jetzt ernsthaft, Zephling, wenn du das siehst, ne? Warum machst du so einen Kack? Darf muss ich das Lava-Level skippen, bitte? Das ist ja mal voll Abfuck. Das ist einfach nur random links und rechts rennen. Ja, aber warte mal. Probier's noch einmal. Einfach ja, hin und her rennen. Such's, aber... Ja, irgendwann stirbt man halt random. Ich finde es nur schade, dass man das einfach überhaupt nicht indiziert kriegt, wann man sterben könnte. Man stirbt einfach. Man hat überhaupt keinen... Ja, genau. Irgendwann fällt dir ein Lava-Block genau vor dein Gesicht. Aber der Weg war schon mal nicht schlecht. Ich muss nur einen anderen Kurven nehmen. Das waren zu enge Kurven wahrscheinlich. Aber ich finde die Lava... Hat er sich dabei was... Ernsthaft? Ich finde das Lava-Level das beschissenste wahrscheinlich von allen. Da geht's nichts dagegen. Fakt ist, dass ich kurz vor dem Ziel gestorben bin. Geil. Aber ich finde es cool, dass er da jetzt nochmal alle Level im Mini-Format nachgebaut hat. Hat er? Ja, dann am Ende. Aber ja. Wirklich, richtig cool. Muss ich nochmal sehen. Richtig gut nachgebaut auch. Das möchte ich jetzt sehen. Ah. Oh. Leck mich. Meine Güte! Ist das ein Abfuck? Das wird gerade voll dunkel in meinem Zimmer, weswegen ich eigentlich endlich mal mein Licht hier machen müsste. Licht, da sieht man mich wieder. Hi. Licht ist toll. Ich mag Licht. Bin schon wieder gestorben. Was soll denn dieser Scheiß? So, ein bisschen höher. Ich probiere jetzt noch das Enderperlen-Level einmal. Einfach um zu sagen, ja, ich hab das gemacht. Wie viel Zeit haben wir noch? Ja, ich nehme mal an, so 2-3 Minuten sicher. Okay. Dann renne ich jetzt hier noch einmal durch die... Okay, praktisch Level. Ich meine, wir können jetzt auch sagen, dass das jetzt der letzte Part wird. Ja, würde ich sagen, oder? Wir haben nicht mehr so viel zu zeigen. Eigentlich gar nichts mehr. Ich zeig noch meinen Zuschauern. Oh, das sind unsichtbare Blöcke. Sollen wir das nicht schaffen? Hä? Ja, dieses Level ist super. Ah. Ja, das ist ziemlich leicht. Ja. Ich war da zuerst ein bisschen verwirrt. Cool, Select Level. Ah, oh, das hat er echt cool gemacht. Ah, und dann kann man... Nee. Okay. Was passiert, wenn hier die 15 Sekunden ablaufen? Keine Ahnung. In dem Select Level? Keine Ahnung. Und man stirbt! Beast Mode. Man stirbt einfach. Du hast das Enderperlen Daryl geschafft? Nein, ich hab's auch aus Versehen geskippt. Ach so. Aus Versehen. Ich hab's echt aus Versehen geskippt, genau wie du. Weißt? Jetzt mach ich mal was. Da schaue ich aber blöd. Verstehst du? Nein. Ja, okay, du wirst es dann sehen, wenn du mein Video anschaust. Ah. I'd laughed. Loud out. Okay, bist du bald fertig? Ja, ich könnte jetzt aufhören, ne? Ja, dann hören wir doch auf, oder? Ja, ne? Dann würde ich nämlich behaupten... Ich habe gewonnen. Jeder, ja, du hast definitiv gewonnen, auch wenn ich am Anfang besser war. Ja, bin besser. Ja, ist schön. Ja. jeder, der... Ne? Hier den guten... Ja. Ich bin bei meinem Lieblingslevel aus dem reingefallen. Was? Jeder, der hier den guten Manuel nochmal sehen will, der kann in die Beschreibung unten gucken. Ich hoffe, dass ich daran denke, die Map auch ebenfalls zu verlinken. Das wäre eigentlich nur fair. Ja, mal gucken. Ich nehme mal an, du... Ups, jetzt habe ich... Ups, ich habe gedacht, ich kann den nicht. Ups, also hat die Map kaputt gemacht. Verlinke ich auf jeden Fall. Das ist auch einer meiner Lieblingslevel, dieses Double Jump Level. Das war cool. Das ist witzig, ja. Und das in der Spirale rennen, das war auch cool. Die danach, ich weiß nicht, ich fand das... Ab dem Spinnenlevel fand ich gar nicht mehr so geil, die Level. Waren ganz gut, die waren nett durchdacht, aber umsetzungsmäßig waren halt wahnsinnig schwer und das hat halt sehr viel Frust gebracht und durch diesen langen Respawn immer, man muss ja, ja immer warten, bis der Respawn dann ist. Das ist genau das, was die Roguelike-Spiele für vermeiden. Lange Respawn-Zeiten. Also Roguelike,
wie... Aber was ich wirklich richtig cool finde, die Ideen beim Level. Ich meine, ja, manche sind einfach so, so richtig asozial, aber es ist witzig. Ja, ja. Aber jetzt zum Beispiel das mit dem Pferd, okay, Mechanics funktionieren nicht, ist doof immer. Und ansonsten aber, ja, also auf jeden Fall eine richtig geile Map, empfehlenswert mal runterzuladen, vor allem wenn ihr mit Freunden spielt. Ich würde sagen, wenn du jetzt nichts mehr zu groß zu sagen hast, sage ich von meiner Seite, das war's. Ja. Oh, ich muss mich immer strecken. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Leid, bis zum nächsten Mal. Over and out. Hehehe